Hallo an alle Interessierten da draußen, schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. In meinem letzten Video, Nanotechnologie, Fluch oder Segen, habe ich bereits angemerkt, dass sich im Hintergrund gerade einiges bewegt und eine kleine Community entsteht. So kommt es dann auch, dass ich euch zum ersten Collabo-Video auf diesem Kanal begrüßen darf. Thema diesmal ist der vermutlich allseits beliebte EU-Upload-Filter. Was es damit genau auf sich hat und wie man Gegenmaßnahmen ergreifen kann, wird uns in diesem Video der German Crypto Guru erläutern. Auf seinem Kanal findet ihr hauptsächlich interessante Videos zu den Themen Blockchain, Dezentralität und Kryptowährungen, die so erklärt sind, dass auch Menschen, die mit der Materie nichts zu tun haben, in die Welt der Kryptowährung eintauchen können. Ich denke, wir haben zwar unterschiedlich ausgerichtete Kanäle, aber politisch und von unserer Einstellung her liegen wir nahe beieinander. Also, wenn ihr schon immer einen fundierten Einblick in das Thema der Kryptowährung bekommen wolltet, schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung als auch auf der Hauptkanalseite. Bevor ich den guten German Crypto Guru zu Wort kommen lasse, fassen wir die Ereignisse um das Schandwerk EU-Upload-Filter noch einmal kurz zusammen. Unter dem schönen Titel Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt wurde am 12. September 2018 möglicherweise ein Schleier über das freie Internet gelegt, andere sprechen hier bereits von einem Grabtuch. Der europäische Upload-Filter ist das geistige Kind von dem CDU-Europaabgeordneten Axel Voss. Diesen seht ihr hier auf dem Bild. Junge, ich will verdammt sein, wenn das mal keine Kompetenz ausstrahlt. Der Upload-Filter hat aber noch einen weiteren geistigen Vater, nämlich einen weiteren CDU-Politiker. Hierbei handelt es sich um den allseits beliebten und hochgeschätzten Günther Oettinger. Da soll noch einmal jemand sagen, dass zwei Männer und dann noch aus der gleichen politischen Familie nicht in der Lage wären, Kinder zu zeugen. Auch wenn es nur geistige Kinder sind. Und wir alle wissen ja, was dabei rauskommt, wenn man innerhalb einer Familie Kinder in die Welt setzt. Der Fairness halber und weil ich mich immer bemühe, möglichst neutral zu berichten, schauen wir uns mal die offiziellen Gründe für den Upload-Filter und für das europäische Leistungsschutzrecht an. Wie hervorragend das Leistungsschutzrecht bereits in Deutschland funktioniert, dürfte ja den meisten bekannt sein. Es läuft daraus hinaus, dass die großen Player keine Gebühren an die Verlage zahlen, da diese sonst die Verlage aus ihren Suchmaschinen nehmen würden. Oh Gott, wie schrecklich, möchte man meinen. Vielleicht sollten alle betroffenen Firmen mal eine Woche lang ihre Dienste aufgrund von Wartungsarbeiten einstellen. Die Reaktion der Bevölkerung und der daraus resultierende Druck auf die Regierung wären bestimmt interessant zu beobachten. Kommen wir also zu den Hauptgründen für die Reform. Danke an die Wikipedia für die Zusammenstellung. Verhindern von Urheberrechtsverletzungen und Auffinden von Plagiaten. Erkennen von Missbrauch der Nutzungsbedingungen, Verhinderung von Internetkriminalität, radikalem Extremismus und anderer Verbrechen, Steigerung der IT-Sicherheit durch die vorzeitige Erkennung von schädlichen Daten, Auffinden von Fakes, Falschmeldungen, falscher Werbung und Betrügereien, Auffinden von pornografischen Inhalten, Entgegenwirkung von Beleidigung, Cybermobbing und Hass. Hehre Ziele findet ihr nicht auch? Ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt habe ich bis jetzt ausgespart, nämlich die Zensur. Auf diesen wird der German Crypto Guru nun eingehen. The stage is yours. So, danke, dass ich hier bei diesem Projekt dabei sein darf. Wie gesagt, mein YouTube-Kanal heißt German Crypto Guru. Den Namen hat mir meine Community gegeben, den habe nicht ich mir gegeben, dass ihr mich hier nicht für total überheblich haltet. Und wie gesagt, auf meinem Kanal geht es um Blockchain, Dezentralität und sowas. Und heute geht es, wie gesagt, um Zensur und den EU-Upload-Filter. Wenn ihr noch gar nichts damit anfangen könnt oder der Meinung seid, das hat nichts mit Zensur zu tun, tut mir einen Gefallen, hört euch erst meine Argumente an. Weil die Leute, die euch sagen, das hat nichts mit Zensur zu tun, die wollen euch mit Kampfbegriffen wie rechter Verschwörungstheoretiker dazu bringen, meine Argumente nicht zu hören, weil sie halt selber lückenhafte Argumente haben und auch an Stellen lügen und deswegen wollen sie halt nicht, dass ihr euch andere Meinungen anhört. Also, der EU-Upload-Filter. Was erzählen euch die Leute, warum der EU-Upload-Filter kommt? Der erzählt wird, es geht gegen Hate Speech, gegen Fake News und all sowas. Jetzt könnt ihr euch ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie oft ihr im Internet beleidigt werdet.
bei mir ist es nicht so oft der Fall. Also nicht so oft, dass es mein Leben in irgendeiner Weise einschränken würde. Und auch bei den Leuten, mit denen ich so mich unterhalte, ist das nicht so oft der Fall. So, deswegen, dieses Argument zieht meiner Meinung nach nicht. Ihr könnt euch gerne es unten reinschreiben, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie es den anderen ergeht. Und Fake News begegnen mir jetzt auch nicht so oft. Und in der Meinungsfreiheit ist es natürlich klar, jeder kann seine Meinung sagen und nicht jeder sagt immer die Wahrheit und auch nicht jeder hat immer Ahnung von dem, wovon er redet. Aber deswegen ist die Meinungsfreiheit trotzdem ein hohes Gut. Wenn ihr euch jetzt mal die Kommentarspalten von ARD, ZDF, Spiegel, all diesen Mainstream-Medien anguckt, dann seht ihr, dass unter diesen Berichten immer sehr, sehr kritische Stimmen sind. Also wenn jetzt die was schreiben über die NATO, NATO macht Manöver, russische Grenze, um ihre Verteidigungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, dann schreiben da Leute drunter, warum üben die denn dann das Einmarschieren in Russland und zeigen halt, dass die Presse da nicht ehrlich ist und das nicht richtig darstellt. Die Presse ist aber, um das System aufrechtzuerhalten, darauf angewiesen, dass die Menschen ihr vertrauen, dass die Menschen den Mist, den sie teilweise schreiben, für bare Münze nimmt. Und durch das freie Internet könnt ihr euch aber halt darüber informieren, dass das, was die Presse sagt, vielleicht nicht immer stimmt. Wir gehen mal zurück zu eurem Opa. Früher war es so bei eurem Opa, der hat die Zeitung aufgeschlagen und was in der Zeitung stand, das war passiert. Was nicht in der Zeitung stand, ist auch nicht passiert und eine Alternativmöglichkeit, sich zu informieren, hatte er nicht. Später kam Radio und Fernsehen dazu, aber Radio und Fernsehen gehören ja auch immer. Also euer Opa hat keinen eigenen Fernsehsender besessen, so dass er sich darüber informieren konnte, dass da auch ordentlich recherchiert wird, sondern die waren auch in den Händen der Reichen. Und das aktuelle System ist sehr, sehr ungerecht und die Medien versuchen es halt noch einigermaßen gerecht darzustellen. Und wenn die Medien ihre Glaubwürdigkeit verlieren und immer mehr Menschen erkennen, wie ungerecht das System ist, dann würde dieses System halt irgendwann ins Wanken kommen, weil die Menschen würden dagegen ankämpfen. So, es gibt einen sehr, sehr kleinen Teil an Eliten, die unheimlich reich sind und die unheimlich von diesem System profitieren. Und die wollen natürlich nicht, dass dieses System gekappt wird. Und da die größte Bedrohung aktuell für das System das freie Internet ist, weil ihr zum Beispiel, wenn die Presse irgendwas schreibt, einfach auf Twitter, Facebook und sowas gehen könnt und euch dort alternativ informieren könnt von Augenzeugen, die vor Ort sind und all sowas. Und genau das wollen sie halt verhindern. Und hier kommen diese Upload-Filter ins Spiel. Man versucht quasi und überlegt mal, wie es in der Vergangenheit war. Die Politik erzählt euch ja nicht, die sagen euch ja nicht, wo sie wirklich hinwollen. Sie servieren es euch scheibchenweise. Sie nehmen euch immer ein kleines bisschen eure Rechte, so bis ihr es, und wenn ihr es merkt so richtig, dann sind die Rechte schon weg, so dann könnt ihr eh nichts mehr dagegen machen. So, und deswegen, es wird so laufen, dass der EU-Upload-Filter, da könnt ihr mich jetzt beim Wort nehmen, ist erst der Anfang. Und der erste Schritt mit diesem EU-Upload-Filter soll dazu führen, dass immer weniger Menschen mit kritischen Meinungen und kritischen Sachen zusammenkommen. Und zwar ist es so, die Masse, die meisten Menschen, das ist ja eine träge Masse, nicht negativ gemeint den Menschen gegenüber, teilweise Niedriglohnsektor, teilweise stark überarbeitet, viel zu wenig Geld und so. Also die Menschen haben keine Zeit und keine Lust, sich noch groß mit Politik zu beschäftigen. So, die gehen auf Facebook, auf Twitter und informieren sich dort noch. So, man will jetzt den Menschen mit diesen Filtern es möglichst schwer machen, an kritische Informationen zu kommen. Man kann es sowieso nicht ganz verhindern, dass sie damit in Kontakt kommen, aber man will es ihnen möglichst schwer machen, weil umso schwerer es wird, umso weniger Menschen werden damit in Kontakt kommen und umso stärker wird dieses Aufwachen im Volk, was gerade läuft, abgebremst. Und jetzt gibt es aber Gott sei Dank schon
viele findige Entwickler, die schon Systeme entwickelt haben, führt diese in eine Zeit, die mehr Zensur beinhaltet. Und in dieser Serie, die ich jetzt hier mit dem M-Files mache, werde ich Systeme vorstellen, wie ihr quasi, wenn es wirklich zum Äußersten kommt, weiter übers Internet kommunizieren könnt, Zensur überbrückend. Man muss natürlich dazu sagen, das ist der aktuelle Stand laut dem, was kommt. Ich weiß natürlich nicht, was die an Zensurmaßnahmen noch in der Schublade haben, ob die vielleicht manche dieser Systeme, die ich jetzt vorstelle, auch schon auf ihrer Abschussliste haben. Aber zumindest für den EU-Filter könnt ihr mit diesem System dann weitere Sachen verschicken. Ich habe euch eben schon erwähnt, das System zielt darauf aus, es möglichst schwierig zu machen. Das heißt, es ist ein bisschen umständlicher, als einfach nur bei Facebook hochzuladen. Aber ihr müsst es nur einmal installieren und dann geht es relativ einfach, das Versenden des Ganzen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich. So, also ihr seht hier ein wunderschönes Bild von unserer heißgeliebten Kanzlerin. Und hier habe ich dieses Bild ein kleines bisschen bearbeitet. Und was wir jetzt machen ist, wir wandeln diese Datei in einen Hash-Wert um. Also ein Hash-Wert ist quasi... Also wenn ihr etwas in einen Hash-Wert berechnen lasst, dann kriegt ihr eine Zeichenkette. Und sobald sich eine Kleinigkeit an dieser Datei ändert, wie hier ein paar Pixel oder bei einem Video ihr einen Rahmen um ein Bild macht, ein Bild dranhängt oder so, dann ist es ein absolut anderer Hash-Wert. Das hat mehrere Vorteile. Erstmal, ihr könnt verifizieren, dass die Datei, die derjenige euch geschickt hat, der den Hash-Wert euch geschickt hat, auch so ist, wie derjenige sie euch geschickt hat. Zweitens, wir nutzen ein dezentrales System, das IPFS-Netzwerk, um unsere Datei zu versenden. Wir laden diese Datei in das IPFS-Netzwerk hoch. Das gibt uns einen Hash und jemand anders, der einen Client vom IPFS-Netzwerk hat, kann mit Hilfe diesen Hash, den Hash können wir überall verschicken, entweder in Twitter, Facebook oder so. Und den kann man natürlich, weil es nur eine Zeichenfolge ist, kann man den auch stückeln und es ist quasi unmöglich, so einen Hash-Wert zu filtern. Und den könnt ihr dann einfach verschicken und sagt demjenigen noch dabei, was für ein Format das Endergebnis ist. Also in dem Fall ein JPEG oder ein MP4 oder was auch immer. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie das Ganze funktioniert, sodass derjenige dann am Ende quasi eure Datei bekommt. So, also ihr braucht dafür einmal den IPFS-Client. Ihr geht auf die Seite, Link dazu in der Videobeschreibung, dann klickt ihr hier auf Install. Ich würde euch empfehlen, ladet dieses Video runter und speichert es euch irgendwo. Falls wirklich mal irgendwann die hammerharte Zensur kommt, dann habt ihr diese Sachen und könnt die dann nutzen. Dann würde ich mir diesen Client runterladen und speichern, das Video. In der Videobeschreibung findet ihr auch den Hashwert von diesem Video, da könnt ihr auch den testen, ob euer IPFS-Client ordentlich funktioniert, indem ihr das Video hier runterladet, wenn ihr das installieren wollt. Und sonst könnt ihr es natürlich auch von YouTube hier runterladen. Und dann geht ihr hier auf Install IPFS. Wir nehmen jetzt die Binaries, also hier auf Download for All Platforms. Und ich zeige es euch heute auf einem Linux-Server. Ihr wollt Go-IPFS, also darauf achten, dass ihr nicht FS-Repo-Migrations oder hier GX oder sowas nehmt, sondern Go-IPFS. Und dann geht ihr hier runter, hier habt ihr die Binaries, ihr könnt es auch auf Windows machen. Aber ich zeige es euch auf einem Linux-Server, weil das einige Vorteile hat. Und hier wählt ihr die richtige Version aus. Das ist zum Beispiel was, was man auf einem Pi laufen lassen kann. Und das hier halt auf einem Server. So, dann macht den Rechtsklick drauf, Linkadresse kopieren und verbindet euch als nächstes per SSH mit eurem Server. Auf Windows könnt ihr dazu PuTTY nehmen. So, nachdem ihr mit eurem Server verbunden seid, gebt ihr als allererstes immer ein sudo apt-get-update, um die Paketquellen zu aktualisieren, damit es nicht zu Fehlern kommt beim Downloaden von Dateien oder so. Also zumindest beim Downloaden von aus den offiziellen Paketquellen. Und dann gebt ihr hier wget ein. Ich muss jetzt nochmal den Link kopieren, weil ich hatte gerade noch mein Passwort kopiert.
wird. Und dann gebt ihr wget ein und dann Leerzeichen und hier diesen Link, den ihr da gerade kopiert habt. Und dann gebt ihr ein taxvfz. Und hier habt ihr, wie eure Datei heißt. Also könnt ihr einfach go und dann mit Auto go mit Tab könnt ihr go und mit Tab könnt ihr vervollständigen. So, jetzt habt ihr das Ganze entpackt. Wenn ihr ls eingebt, seht ihr, hier habt ihr einen Ordner go ipfs, also cd für change directory, go ipfs ls. Dann habt ihr hier die install.sh, also gebt ihr ein sudo / install.sh. So, das Ganze hat soweit geklappt. Jetzt gebt ihr ein ipfs init und jetzt läuft der ipfs client. Als nächstes müsst ihr eure Dateien da drauf übertragen. Ich nutze dafür WinSCP, das ist am einfachsten. Also einmal hier WinSCP, findet ihr auch in der Videobeschreibung den Download-Link. Ich würde euch das auch alles zusammen in ein Archiv packen, dass ihr euch das runterladen könnt, aber es ist halt immer so eine Sache mit Vertrauen und ZIP-Archiven. Ich könnte euch da ja auch jeden Scheiß reinpacken, deswegen lasse ich es euch selber runterladen. Wenn ihr WinSCP runterladet, wählt ihr einfach die Standardoption bei der Installation aus. Der fragt euch an einer Stelle, ob ihr den Explorer oder den Commander haben wollt. Ihr wollt den Explorer haben, dann sieht das so aus wie bei mir. Commander ist ein bisschen komplizierter vom und was älteres Design. Und hier, das fragt er euch nur, wenn ihr euch das erste Mal mit einem Server verbindet. Wenn ihr also einen Server neu installiert habt, dann ist das okay, wenn er das hier fragt. Wenn ihr euch mit einem Server verbindet und den habt ihr schon länger laufen, dann deutet das darauf hin, dass vielleicht jemand einen Man-in-the-Middle-Attack auf euch fährt. Also dann müsst ihr euch dann müsst ihr euch Sorgen machen und nicht verbinden. So, Benutzernamen Hammer. Jetzt müssen wir noch unser Passwort eingeben. So, einmal. So, einmal hier rein kopiert. Der Ordner ist nicht mehr vorhanden, das ist klar, ich habe neu installiert. So, jetzt gehen wir in den Ordner go ipfs und jetzt ziehen wir hier unsere zwei Dateien rein. So, einmal hier raus, einmal hier die beiden Dateien reinziehen. Hier seht ihr, jetzt haben wir die zwei Dateien. Ich muss die noch einmal umbenennen, das kann ich auch hier schnell machen. Ihr solltet der Einfachheit halber darauf achten, dass ihr keine Leerzeichen drin habt, weil ich will euch das jetzt möglichst einfach zeigen und mit Leerzeichen zu arbeiten ist ein bisschen komplizierter im Terminal bei Linux. Also so, jetzt haben wir die ohne Dingens. Und wenn wir jetzt hier eingeben ipfs add und dann den Namen, also in dem Fall Angela Merkel.jpg und dasselbe mit ipfs add Angela Merkel bart.jpg, dann wurde das Ganze hochgeladen und ihr seht, hier habt ihr diesen Hash-Wert. Also, und ihr seht, der ist jetzt, obwohl das Bild fast dasselbe war, ein unterschiedlicher Hash-Wert. Also, kleine Veränderungen geben sofort eine ganz andere Datei. So, wenn diese Datei unverändert bleibt, bleibt wie gesagt auch der Hash-Wert gleich. Das heißt, wenn ihr diesen Hash-Wert weitergebt, kann den jemand anders darüber finden, eure Datei, und gleichzeitig sicher sein, dass die Datei so ist, wie ihr sie verschickt habt. Also, wenn ihr jetzt, wir gehen jetzt mal aus dem Ordner hier raus mit CD und machen mit mkdir einen anderen Ordner. Wir nennen den Test und dann gehen wir mit CD in den Ordner Test rein. Und wenn ich jetzt ls-a eingebe, dann seht ihr, hier sind Punkt-Punkt-Ordner, also diese gehören dazu, aber hier ist sonst keine Datei oder sowas drin. So, wenn ich jetzt diesen Hash hier eingebe, kopiere meine ich, und ipfs get eingebe, so, dann wird diese Datei runtergeladen. Wenn wir jetzt ls eingeben, dann haben wir hier diese Datei. Und wenn ich jetzt mit euch hier in dem Ding hier Ordner hochgehe, dann aktualisiere, dann haben wir den Ordner Test und hier haben wir die Datei. Und wenn ich diese Datei jetzt hier raus, hier reinziehe und Eigenschaften umbenennen gehe und dann .jpg eingebe, dann seht ihr, wir haben wieder unser Bild. So, das heißt, ihr könnt die Datei verschicken,
sagt demjenigen, welches Ausgangsformat es später werden soll. Und dann hat derjenige die Datei, er kann sicher sein, sie ist von euch. Und da so ein Hashwert nur eine Zeichenkette ist, nahezu unmöglich zu blocken. Das IPFS-Netzwerk hat außerdem den Vorteil, es verteilt das auf mehreren Servern. Das heißt, wenn euer Server mal down geht, dann ist es trotzdem noch auf anderen Servern im Netzwerk zu finden. Kann natürlich auch da mal verschwinden, wenn viele gleichzeitig down gehen oder so, aber es ist erstmal zu finden. Wenn ihr eine Datei wieder hochladen wollt, zum Beispiel neu oder so, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Ich hoffe, soweit das war aufschlussreich für euch. Link zu meinem YouTube-Kanal werdet ihr, denke ich, in der Videobeschreibung finden. Und ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Passt gut auf euch auf. Macht es gut. Bis bald. Danke, werter German Crypto Guru, für diese anschauliche Darstellung. Liebe Zuschauer, wie ihr seht, ist Widerstand durchaus der Mühe wert. Vor allen Dingen, denke ich, ist klar, in welche Richtung sich dieses Gesetz entwickeln wird. Und jetzt stellt euch mal einen Augenblick vor, man würde dieses Konzept der Zensur und Kontrolle auf den Offline-Bereich, also auf unser aller Leben, 1:1 übertragen. Ich glaube, dagegen wäre die Gestapo ein Kindergeburtstag gewesen. Auch dieses Video hier wird unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht und einen Download-Link werdet ihr dann auch in der Beschreibung finden. Wir beide würden uns freuen, wenn ihr diese Anleitung teilt und wenn ihr weitere Anregungen habt für uns beide, lasst sie uns gerne zukommen. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in unser beider Kanäle, aber auch unter diesem Video. Wir bedanken uns für eure Unterstützung und Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, entweder beim German Crypto Guru oder hier bei den M-Files.